haben. Wenn es irgendwo klappert, quietscht oder kratzt, dann rufen Sie an. Herr Kessler wird sich darum kümmern. Mich würde mal interessieren, was für ein Auto mein heutiger Studiogast so fährt. Ich sehe Sie eher so in einem, sag ich mal, so roten, schnittigen Cabrio. Ihr kurzes, blondes Haar weht im Wind. Vielleicht ist es aber auch die gemütliche Familienkutsche. Ich werde Sie nachher mal fragen. Katrin, was für ein schöner Name. Vorsicht, liebe Männer, diese Frau ist ziemlich schlagfertig. Ich heiße Harald. Dr. Globisch, alias Andrea Katrin Löwig, ist nachher bei uns zur Visite und erzählt von 13 Jahren in aller Freundschaft und ihrer großen Leidenschaft, dem Musical. Oh, unser Gast zum Café kennt man übrigens nur im weißen Kittel. Und ihr Name in der Serie ähnelt dem meinen. Das heißt, Frau Dr. Globisch kennen Sie vielleicht. In Wirklichkeit heißt sie aber Andrea Katrin Löwig und ist bei uns heute zu Gast. Herzlich willkommen. Ich bin die feste Lola, der Liebling der Saison. Ich hab ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Da sitz ich ganz alleine und sing mein Liebeslied, wenn leise Nein, man könnte auch sagen, man kennt Sie entweder im weißen Kittel oder in Unterwäsche. Unterwäsche, ja. Hallo, herzlich willkommen noch einmal. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Ich habe es gerade mit dem Herrn Globig schon besprochen. Geht es Ihnen auch so ein bisschen so, dass Sie so durch dieses triste Wetter in Ihrer Stimmung so ein bisschen mies drauf sind? Ja, ich versuche es mir natürlich nicht anmerken zu lassen. Ja. Ich habe auch noch genug Aktion in mir. Und durch den Sport muss man sich dann immer wieder die Stimmung hochholen. Aber es stimmt schon, es drückt ein bisschen aufs Gemüt. Vor allem, wenn man lauter Leuten begegnet, denen aufs Gemüt drückt. Ja, man zieht sich gegenseitig runter. Es ist wirklich. Aber wir haben ja nun gehört, bald gibt es wieder die Sonne. Das heißt, wir nehmen wieder Vitamin D auf. Was fahren Sie eigentlich für ein Auto? Ein X3. Eine Familienkutsche. Ach so, ja. Also ich brauche wirklich die Familienkutsche. Schicke ich habe echt überlegt, mal, ob ich mir einmal im Leben ein Cabrio und genau in der Zeit habe ich dann gedacht, na gut, kriegt man aber nicht viel rein. Ja. Ich habe ja auch noch einen Labradorhund, der ist in etwa so groß, und Labrador-Mischling, einen schwarzen. Und dann habe ich mich für die Familienkutsche entschieden und justament in dem Moment war ich auch schwanger. Also es hat dann funktioniert. Das war eine gute Entscheidung, das Cabrio hätte ich wieder verkaufen müssen. Liebe Zuschauer, falls es mit dem Kind noch nicht geklappt hat, Sie aber unbedingt schwanger werden wollen, dann wissen Sie ja, was Sie zu tun haben. Richtig, dann passiert alles von alleine. Ja, das ist Wahnsinn, was man alles dann plötzlich mitschleppen muss, wenn man erstmal Kinder hat. Ne? Ja, wirklich. Ja. Also das Auto ist immer voll, egal, auch wenn ich inzwischen nun schon in der Stadt was habe und in der Stadt und überall mir doppelt und dreifach die Dinge angeschafft habe, das Auto ist immer bis unter das Dach voll, wenn ich fahre. Sie leben in mehreren Städten? Ja, ich lebe auf der A9, eigentlich so. Ja. Schön da. Berlin, Leipzig und inzwischen habe ich den Kreis erweitert. Dresden, Merseburg, Eltmama, Kleiner. Immer schön vorsichtig fahren. Ich fahre es schön vorsichtig und das ist auch gut so. Ich glaube Ihnen das irgendwie nicht. Ich glaube, Sie sind eher so der Typ Frau, der rast. Nee. Doch. Nein. Nein? Nein. Und schon gar nicht mehr, seitdem ich meine Kleine habe. Also ja. Da ist mir die Verantwortung zu groß. Da fahre ich selber nur noch 140. Da kommt man noch runter, wenn man zu schnell ist für den Blitzer. Also auf der Autobahn, toi, 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 bin ich lange nicht geblitzt worden. Das ist natürlich nur ein Thema, über das wir heute unbedingt noch sprechen mussten. In Wirklichkeit geht es natürlich um die Lola. Das ist beschäftigt. Sie kamen heute auch aus Dresden wahrscheinlich, weil Sie da geprobt haben heute. Ja, ne? Durch eine dicke Nebelwand sind wir gefahren. Ja. Ja. Schon ein bisschen aufgeregt? Eigentlich nicht, weil es wurde ja schon in Leipzig gespielt. Ja, also aber trotzdem. Es ist Neuland für mich als Bühne. Mhm. Ja? Also ich muss mir Dresden jetzt wirklich erst erobern und das Dresdner Publikum. Und das macht schon ein bisschen aufgeregt. Bevor wir darüber detailliert sprechen, schauen wir uns noch mal an, was für eine grandiose Karriere Andrea Katrin Löwig bisher so hingelegt hat. Guten Morgen. Guten Morgen. So kennen wir sie alle. Mein Name ist Globisch. Andrea Katrin Löwig als Anästhesistin Dr. Globisch in der Arztserie In aller Freundschaft. Schüchtern anzuklopfen braucht sie mittlerweile aber nicht mehr. Im weißen Kittel ist sie seit über 13 Jahren ein Star. Zwei Drittel. Da kriege ich richtig Lust, einen Patienten zu spielen. So kennt sie kaum jemand, doch Patient wären viele Herren da bestimmt auch gern. Die Löwig als sexy Musical-Darstellerin. Hier als Sally Bowles in Cabaret. Schauspiel, Tanz und Gesang. Schon als Kind hat die heute 46-Jährige nichts anderes im Kopf. Nach dem Abitur studiert sie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch und an der staatlichen Ballettschule in Berlin. Was meint ihr denn? Ach, Yvonne, würdest du dich freuen, wenn ich hier bei euch bleibe? Überhaupt nicht. Ach, na warte.
In Haus am See übt sie sich schon Mitte der 90er im lasziven Entkleiden. Couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy. Mittlerweile ist sie eine gefragte Schauspielerin und Synchronsprecherin. Ab März widmet sie sich in Dresden wieder ihrer großen Musical-Leidenschaft. Alles hört auf ihr Kommando. Sie selbst hört seit fast 5 Jahren aber nur noch auf eine, Josephine Emilia, ihre kleine Tochter. Jetzt macht die in aller Freundschaft Ärztin einen Hausbesuch bei uns. Ich wünsche keine Diskussion. Wir dafür umso mehr. Und heute diskutieren wir mit ihr, Andrea Katrin Löwig. Ja. Ja, so sieht's aus. Sie haben anscheinend wahrscheinlich also schon einen relativ vielleicht einen eigenen Schrank für die vielen Kostüme? Wie nennt man diese Dinger überhaupt? Ich bin fast ein bisschen beschämt. Korsetts, Corsagen und dann durchaus Strapsstrümpfe, Stiefelchen, Schuhe, also das ganze Repertoire. Ich habe wirklich schon einen kleinen Schrank. Ja, wo davon. Kauft man sowas? Das muss man oft anfertigen lassen. Oder in Wäscheläden. Heute habe ich von der Familie Sarasani gesagt bekommen, wenn die das für ihre Tanzgirls kaufen, kaufen die auch im Sexshop. Echt? Ja. Waren Sie schon mal im Sexshop? Ja, ich habe da auch schon mal nach Kostümen geguckt. Interessant. Interessant. Interessant, was wir hier so alles erfahren. Jetzt geht es aber erstmal in Dresden los. Das haben wir gerade gesagt, Sarasani, weil die Aufführung von Lola findet statt im Zirkus von Sarasani. Ja, in diesem Chapiteau, in diesem wunderschönen Zelt. Und das ist auch eigentlich eine Spielstätte, die ich besonders sehr gemütlich finde und die wie ein Nest für uns ist. Die musikalische Komödie, wo wir unsere Uraufführung hatten in Leipzig, war ein bisschen sehr groß für unsere intime Atmosphäre, die wir schaffen mussten. Deswegen haben wir auch die Musiker 6 an der Zahl auf die Bühne geholt. Im Sarasani haben wir festgestellt, die 6 Musiker auf der Bühne, die nehmen uns fast ein bisschen Platz. Ja? Aber dafür wird es kuschelig. Das ganze Zelt ist dieses Jahr in so 20er, 30er Jahre, die haben ja Jubiläum gehabt, gehüllt, schwarzer Samt und Gold. Da passt dann unser schwarzer Lack und Rot. So das Ambiente von Lola passt super gut da rein. Und man ist ganz dicht am Publikum dran, also fast zum Mitspielen. Die ganze Geschichte um Lola, beginnend mit dem Blauen Engel, die fasziniert Sie ja schon länger. Wann haben Sie das erste Mal damit Kontakt gehabt? Wann hat diese Leidenschaft begonnen? Na, eigentlich haben wir nach dem Erfolg von Cabaret hier in Leipzig gedacht, was machen wir jetzt? Dann kam der Blaue Engel 2010. Das war ein großer Erfolg im Spiegelzelt auf dem Burgplatz. Und da habe ich mich auch eigentlich in Spiegelzelte verliebt. Nur die muss man immer finden und die muss man auch bezahlen können. Und dann, nachdem wir den Blauen Engel nicht mehr aufführen konnten, aus Rechtegründen, haben wir gesagt, dann schreiben wir die Fortsetzung und machen Lola. Und das ist jetzt sozusagen die Fortsetzung des Blauen Engel. Wie kann da jemand sagen, dass man das nicht mehr darf auf einmal? Naja, es hängt wirklich daran, der Blaue Engel ist rechtemäßig an die Murnau-Stiftung, den Sessler Verlag und den Fischer Verlag gebunden. Mhm. Und an die Familie Holländer, die immer noch die Rechte für die Lieder hat. Das alles ist ein großer Batzen Geld, den man erstmal hinlegen muss. Und man muss sich um diese Rechte bewerben. Und wenn jemand anders schneller war, dann hat man eben leider das verpasst. Und es war, als wir planten, den Blauen Engel wieder aufzunehmen, weil er so ein Erfolg war, waren die Rechte bereits weg. Aber wir haben zum Glück einmal mitgefilmt und können uns noch mal einen Ausschnitt angucken aus Der Blaue Engel. Ich werde dich lieben, werde dich lieben bis zum Tod, werde dich lieben bis ans Ende der Welt. Wenn Sie wüssten, was unser einer alles auszustehen hat. All diese Windbeutel, die schenke ich Ihnen für einen Mann in den besseren Jahren, dem es nicht so wegen dem Amüsieren ist, sondern mehr wegen dem Herz und wegen dem Reellen. Geben Sie mir mal bitte den Strumpf darüber. Wie bitte? Den Strumpf. Wir kamen von Süden und Norden, am Meer. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme
oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wäre, hätte ich Heimweh nach dem Traurigsein. Da haben wir jetzt ja sogar noch mehr gesehen, als ich ursprünglich versprochen hatte. Nämlich, da es war ein sogar totaler schon Mix. Es war Lola und der blaue Engel und Lola und der blaue Engel. Es war wirklich total zusammengemischt. Lola knüpft ja da an, wo der blaue Engel aufgehört hat. Also sprich, wie wäre die Geschichte wohl weitergegangen? Ja, der Professor Unrat ist ja bei uns nicht gestorben. Ja. War künstlerische Freiheit. Mhm. Und bei uns ist er gegangen. Und wir haben jetzt erzählt, okay, konnte der Mann wirklich gehen? Konnte der von Lola gehen? Nein, bei uns ist er geblieben. Und er ist im Theater. Und er ist eine Figur im Theater. Ich will ja nicht zu viel verraten. Ja, ja. Und er ist ein Schatten des Theaters geworden. Und jetzt, da er also nicht mehr für sie der Ansprechpartner ist, ist sie wieder auf der Suche nach einem neuen Mann. Und sie hat es ja hier, haben wir es ja gesehen, sie hält es ja mit den älteren Herren, die so ein bisschen was darstellen. Mhm. Lola hat es mit den älteren Herren. Der war auch schon sehr alt, muss man sagen. Aber Sie haben das ja insofern ganz praktisch, konnten ja sich dann auch selber ausdenken, wie denn Lola jetzt so sein soll, und haben auch eine Tochter angedichtet. Ja, aber ich habe hier keine angedichtet. Nee? Im Roman von den Manns, also von Heinrich Mann im Roman, ist Lola Mutter. Das weiß nur keiner mehr. Im Film durfte Marlene Dietrich ja nicht Mutter sein, weil ja damals war es üblich, das sagte auch Frau Sarasani, man hat die Kinder damals weggeschwiegen. Also man hat einfach nicht erzählt, dass man Kinder hat und dass man auch noch Mutter ist. Das gehörte nicht zum Showbiz und nicht zum Theater und nicht zum Varieté. Marlene Dietrich durfte das auch nicht sein. Aber im Roman war Lola Mutter. Zu dem Zeitpunkt 2010 war ich ja auch frisch gebackene Mutter. Also habe ich dann zu dem Mario Eick, der das Stück geschrieben hat und auch jetzt die Lola geschrieben hat, gesagt, lass dir was einfallen. Und diese Wenn-ich-mir-was-wünschen-dürfte-Szene ist, nachdem sie nicht mit ihrer Tochter telefonieren konnte, weil die Mutter sie nicht rangelassen hat ans Telefon. Ah, also taucht denn die Tochter auch auf in dem Stück? Auch jetzt ist Lola wieder Mutter und auch jetzt gibt es das Thema wieder, dass sie Mutter ist. Aber wir haben sie nicht auf die Bühne geholt. Ist 19.30 Uhr noch nicht gestattet. Zum Glück der Jugendschutz. So, aber dieses Thema führt uns direkt zur Frage von Frau Schuster. Hallo, Frau Schuster. Ja, hallo. Ich grüße Sie beide ganz recht herzlich. Hallo. Und meine Frage an Sie, Katrin, wäre, da Sie ja schauspielerisch vielseitig sind und in sehr vielen Rollen tätig sind. Wie bekommen Sie das unter einem Hut mit Ihrer Tochter, mit der Familie, dass dafür noch Zeit bleibt sozusagen? Ja, da sage ich immer, dass ich ja doch bei In aller Freundschaft, ich habe 70 Tage im Jahr und es gibt 365, wenn ich das richtig in Erinnerung Nicht immer, habe. Aber meistens, ja. Meistens, also jedenfalls so drei. Also von diesen 70 Tagen, die ich dann in Leipzig bei In aller Freundschaft verbringe, gibt es noch ein paar Tage, die ich dann dem Theater widme oder auch der Synchronsprecherei. Wobei, da habe ich in diesem Jahr, ich glaube, ich habe in diesem Jahr jetzt mal an 4 oder 5 Tagen synchronisiert. Das ist aber schon viel. Ja. Davor war mal ein Vierteljahr Pause, denn Desperate Housewives war davor mal ein bisschen. Aber es ist nicht mehr so sehr viel. Das mache ich wirklich nur noch ab und zu. Und dann ist noch genug Zeit, glaube ich, um auch für meine Kleine da zu sein. Und wenn ich dann Zeit habe für sie, dann habe ich immer mal gleich eine ganze Woche, wo andere Mütter sagen müssen, ich habe immer nur den Abend oder im Sommer mal 2 oder 3 Wochen, kann ich sagen, ich richte es mir so ein, dass ich eine Woche oder 14 Tage mit der Kleinen habe. Über Weihnachten waren es sogar 3 Wochen. Das hat kaum jemand. Das ist schon Luxus. Frau Schuster, vielen Dank für die Frage übrigens. Also dann haben Sie wahrscheinlich ja netto sogar mehr Zeit als andere berufstätige Mütter. Ja, also zumindest versuche ich uns die Zeit dann so toll wie möglich zu gestalten. Und zum Beispiel Schneemann bauen und rodeln. Ich war am Wochenende im Clara Zetkin Park 2 Tage mit der kleinen Rodel. Toll. Was machen Sie denn jetzt in solchen Phasen, wo Sie dann noch ein bisschen mehr arbeiten müssen? Also wie jetzt zum Beispiel heute oder dann, wenn es jetzt am Wochenende losgeht in Dresden? Jetzt, bis es losgegangen ist, telefonieren wir nur. Weil da ist sie bei meiner Mama, da ist die Oma sozusagen für sie da und das macht sie auch wunderbar. Und vielleicht guckt sie jetzt sogar. Hallo, mein Schatz. Hallo, Die wird ja dann irgendwann bald 5 sogar schon. Ja, und die hat das auch schon erlebt, vor dem Fernseher zu sitzen und zu sagen, Mama, da ist Mama. Und jetzt flippt sie wahrscheinlich zu Hause gleich aus. Und also sprechen kann sie schon ein bisschen? Ein bisschen? Achso, ich, 4,5? Als Mann weiß man das immer nicht so, wann die Kinder anfangen. Peter, sie haben keine Kinder, oder? Doch, aber die sind noch ganz klein, die
Mit 4,5 können Sie schon sprechen. Ja? Im besten Falle. Ja. Und laufen auch? Ja, ja, und laufen und auch schon ein bisschen kess und frech sein und behaupten, Sie ist 5 und ginge schon zur Schule. Ach, ehrlich? Ja. Dann mogelt die sich schon in die Nachtclubs rein mit einem gefälschten Ausweis. Passt, sie will zumindest immer mit ins Theater und auf die Bühne. Und immer, wenn ich sage, Mama muss dann da arbeiten und geht auf die Bühne. Und wo bin ich? Und wer nimmt mich mit? Ich sage, die Oma passt auf dich auf. Ich will aber mit ins Theater. Also sie wünscht es sich schon sehr. Es wird nicht mehr lange dauern, dann kann ich sie nicht mehr davon abhalten. Ja, und dann ist ja der Weg eigentlich auch schon vorgezeichnet, würde ich sagen, oder? Ich glaube ja. Also ja. Könnte durchaus sein. Ich werde es ihr nicht verbieten, aber ich werde auch nicht dafür sorgen, dass ich sage, du musst das jetzt machen. Das muss die Kleine, wenn es geht, ganz allein für sich finden. Ja, aber man sieht auch sofort, wenn Sie über Ihre Tochter sprechen, haben Sie ein Strahlen im Gesicht. Ich habe neulich in einer Zeitschrift gelesen, Sie gehören wahrscheinlich zurzeit zu den glücklichsten Frauen der Welt. Oh. Habe ich gelesen? Ja. Ja, ja. Ja, immer mal wieder, würde ich sagen, ja. Ja, das stimmt. Ich habe gehört, Sie kam aus dem Urlaub wieder mit einem Verlobungsring am Finger. Ja, ich bin gekommen hier von der Probe und habe noch die Ohrstecker von Lola drin und nicht mal Handschmuck, ich habe nicht mal eine Uhr mehr um. Also ich bin wirklich so aus Dresden hierher gekommen. Deswegen ist also alles in der Garderobe geblieben in Dresden. Aber es gibt einen. Ja, okay, ja, ich habe ihn nicht abgelegt, weil ich sage, jetzt muss er wieder weg, der Mann muss wieder weg. Nein, es ist alles noch wunderbar. Gibt es auch schon einen Termin? Nein. Nein? Nein. Gut. Es gibt so einen Zeitraum vielleicht, alles aber noch keinen Termin. Welchen Zeitraum? Nächste Frage? Den leier ich Ihnen auch noch aus dem Kreuz, den Zeitraum. Aber jetzt machen wir. Ja. Also gehen wir erstmal ans Telefon. Und zwar für Herrn Benecke wird es jetzt langsam mal Zeit. Hallo, Herr Benecke. Benecke. Herr Benecke, entschuldigen Sie bitte, ich streiche das E im Nachhinein raus. Ja, Lothar Benecke aus Ahrensdorf. Ich wollte mal fragen, ob die Serie in aller Freundschaft viel Zeit in Anspruch nimmt oder ob man noch Zeit hat für andere Serien. Ja gut, 70 Tage hat man gerade gehört. 70 ne? Tage wären noch Zeit für andere Serien, aber andere Serien müssen auch mal auf die Idee kommen zu sagen, ja, die holen wir uns mal. Also natürlich würde ich mich auch freuen, dass mich mal jemand anders zu Gast holt. Meistens ist es so, dass die denken, man hat ungefähr 365 Drehtage und kommt zu nichts mehr. Ja, weil sie auch wahnsinnig präsent sind, muss man sagen. Also immer wenn ich so auch tagsüber rumschalte, sieht man sie eigentlich immer. Wir laufen ja 26 Mal die Woche. Ja. Das ist ja auch kein Wunder. Und dann denken natürlich alle anderen Produzenten, die läuft zu oft, die hat keine Zeit. Herr Benecke, vielen Dank für den Anruf. Aber Sie bringen mich auf eine gute Idee, weil Sie machen ja nebenbei noch viele Dinge an. Also Lola haben wir ja gerade gesagt, Sie arbeiten als sehr erfolgreiche Synchronsprecherin. Ja, man holt mal gern meine Stimme. Ja, ich bin ein großer Fan der Serie Scrubs, die Anfänger. Und als ich da mal so mich bisschen mit beschäftigt habe, sah ich dann auch direkt Ihren Namen. Eine der Rollen wird von Ihnen gesprochen. Sie haben, Sie jetzt gerade gesagt, Desperate Housewives eine Rolle synchronisiert. Ja, jetzt ist sie zu Dallas gegangen, also synchronisiere ich jetzt Dallas. Die ersten Sätze in Dallas habe ich gesprochen. Das heißt, man hängt dann ja auch an der Schauspielerin fest, die man da... Manchmal, also bei Charlize Theron ist man mir untreu. Da durfte ich bisher nur zwei Filme machen, aber allerdings zwei sehr schwierige Filme. Ja, vor allen Dingen, ja, für den einen haben Sie einen Preis gewonnen, glaube ich 2004, den Synchronpreis. Genau, aber das heißt nicht, dass Sie mich immer anrufen und sagen, Frau Löwig, Sie sind jetzt die deutsche Stimme. Das sucht sich jeder dann eben aus. Aber für Brenda Strong, die ja durch Desperate Housewives erst bekannt wurde in Amerika, jetzt zu Dallas geholt wurde, da hat man mich gefragt und ich habe mich gefreut. Und ich saß da immer und habe immer geguckt, habe versucht, immer die Stimme tatsächlich wiederzuerkennen. Das ist, glaube ich, relativ schwierig, ne? Weil sie ja, wenn man jetzt sich so mit ihnen unterhält, doch vielleicht ein bisschen anders reden. Ich nenne sie immer meine Samtstimme. Das Mikrofon ist dann ganz nah und dann sage ich mal, was bisher geschah. Also ja, die Erzählerstimme, da senke ich ja ein bisschen ab und gebe dem Hauch ein bisschen mehr Raum, was ich eigentlich auch in meinen Liedern mache. Jetzt haben wir ein paar Proben gesehen, da klang es, finde ich, grottig, aber das ist hoffentlich auf der Bühne dann anders. Nein, mit Mikrofon und mit dem Hall, den wir dann haben. Aber es ist wirklich so, diese Stimme lässt sich auch verändern und das ist auch eine Verwandlungsfähigkeit, die man mit der Stimme machen kann. Da das für uns Otto-Normalverbraucher ja relativ schwer zu begreifen ist, was bedeutet es eigentlich, Synchronsprecher zu sein, liebe Zuschauer, habe ich mir überlegt, wir werden Ihnen das mal oder uns vielleicht gegenseitig mal zeigen, wie das funktioniert, wenn Sie mich vielleicht mal kurz nach drüben begleiten würden, Frau Löwig. Aber gern. Ich habe hier mal so eine Szene von In aller Freundschaft rausgesucht. Leider war der Text dazu verschwunden, deshalb habe ich mir selbst schnell einen ausgedacht. Und vielleicht können wir gemeinsam diese Szene eben mal synchronisieren. Ich mache das jetzt auch jetzt mehr oder weniger zum ersten Mal. Und wir sollen die jetzt so in einem Stück, ja? Das macht man normalerweise nicht, ne? Nee, normalerweise macht man das also so mit 4, 5 Zeilen. Da trennt man dann den Take. Wir sollen das jetzt im Blindflug mal eben eine ganze Zeile. Na, da bin ich immer sehr gespannt. Okay, schauen wir mal, was passiert in der Szene. Bitte Kamera ab.
Das wär's ja schon gewesen. Achso, also. Ja, da. Los, na, noch mal, das, noch mal, da geht's schon mal. Also, erstmal haben wir ein Startband. Okay, ja, genau, also nochmal. Das ist gut, ganz normal bei der Synchronarbeit. Gut, ich wusste nicht, ich dachte, wir hören sie erstmal im Original. Aber nein, so, nee. Wir legen gleich los. Ja, wie gesagt, gut, das Original ist ja nochmal auf weg. Anfang. Aber beim Synchron darf man nochmal anfangen. Ja, nochmal. Gut. So, mir reicht's. Ich komme gerade aus dem OP und kann es vielleicht sein, dass du vergessen hast, da mal ordentlich durchzuwischen? Nö, wieso? Wie ich darauf komme, weil es da total blutverschmiert ist. Ja, okay, vielleicht hab ich's ja vergessen. Hab ich vergessen? Was soll das heißen, hab ich vergessen? Da klebten noch Teile der Gehirnmasse am Schrank. Boah, jetzt reg ich nicht so auf. Ich meine, so ein bisschen Gehirnmasse ist ja auch kein Drama jetzt, finde ich. Wie sieht denn das aus? Und außerdem lag da noch ein Zeigefinger im Waschbecken. Ja, bisher hat doch keiner irgendwie einen vermisst. Also ich würde mal sagen, wir bleiben ganz ruhig und warten, bis vielleicht irgendjemand anruft. Ich weiß nicht. Warte mal eben ganz kurz. Ist alles nicht so schlimm. Hallo, bitte? Ja? Oh, okay, ja, ich komme. Du, ich muss schnell los. Herr Schulz aus der 3 vermisst seinen Unterschenkel. Was ist denn da schon wieder los? Gib ihm erst mal den Zeigefinger. Hey, du hast echt immer die besten Ideen. Ah ja, das hat ja ganz gut geklappt, oder? Also. Die Story würde ich gerne mal unseren Autoren zeigen. Darf ich den mitnehmen? Ja, ja, gerne. Vielleicht gibt es dann einen Vertrag. Ja, sehr endlich. Klar. Ich komme doch noch ganz kurz raus. Mit ja, Gehirn toll. An der Wand und einem Zeigefinger im Waschbecken. Wunderbar. Ja, können wir wieder zurückgehen, nachdem wir dieses tragische Problem geklärt haben. Ja. Wie lange sitzt man denn an so einer Folge Desperate Housewives? Ja, ich bin immerhin gekommen und dann habe ich je nachdem 3-4 Stunden für einen Block gemacht. Also im Grunde genommen, was war eine Folge? Waren manchmal so 40 Takes, 2 Stunden. Hm. 2 Stunden maximal. Ein bis zwei harte Stunden. Arbeit auch, oder? Ich finde, Synchron ist eine wunderbare, aber auch eine sehr harte Arbeit. Man sitzt im Dunkeln, man starrt die ganze Zeit auf einen Monitor. Und da war Desperate Housewives ja noch eine Ausnahme, weil ich ja da die Erzählerstimme war. Ja. Und manchmal gab es die Rückblende auf sie als Figur. Normalerweise muss man ja auch noch auf die Lippen gucken, auf den Atmer, wann fängt man an, wann hört man auf. Also es ist ein unterschätzter, aber sehr schwieriger Beruf, aber auch ein wunderbarer, weil man verwandelt sich und man kann in Rollen schlüpfen. Am 7. März kommt ins Kino The Wizard und da habe ich die Hexe gesprochen. Oh. Von Rachel Weisz habe ich da, also Rachel Weisz spielt die Hexe und ich habe die Hexe gesprochen, sie in dem Moment, das war fantastisch. Sie ich konnte sehr mal böse sein? Ganz lieb, ja? Ganz toll und dann ganz böse. Oh. Und also eine Facette mit allem, das hat richtig Spaß gemacht. Wann sind Sie denn mal so privat richtig böse, dass Sie dann so die Hexe rauslassen? Also immer, wenn andere sagen, sei nicht so böse, dann denke ich immer, ich habe noch nicht mal die Hälfte, ich habe noch nicht mal 50% erreicht. Ja. Aber anscheinend reichen 50% bei mir schon aus, dass manch einer denken könnte, oh, jetzt geht sie durch die Wand. Können Sie ein bisschen zickig sein manchmal? Ein bisschen. Ich glaube, das sollte man schon sein. Ja, auf jeden Fall, da stehen wir Männer drauf. Ah. Das machen Sie so wahnsinnig viele unterschiedliche Dinge und das füllt Sie ja, glaube ich, auch aus. Wo liegt denn jetzt eigentlich also Ihr Herzblut? Was sagen Sie, wo haben Sie am meisten Leidenschaft? Beim Nicht-Festlegen. Ja. Ja, also beim... Das war klar. In der Serie, ja. Beim Film, in der Rolle, auf der Bühne und immer so viel Facette wie möglich. Bloß nicht in eine Schublade drücken, bitte. Das ist ja ein Problem, das viele Schauspieler haben, das sie nicht haben. Wie gesagt, wir kennen sie mit Kittel als auch mit Unterwäsche. Jetzt ist die Geschichte ja wahrscheinlich mit Lola dann doch irgendwann auserzählt. Aber wie ich Sie kenne, haben Sie wahrscheinlich schon wieder diverse andere Dinge im Kopf. Ja, also mein Ziel, mein Wunsch wäre dann Evita. Und da gehe ich dann gerne mal erstmal in das brave Kleidchen. Nein, aber wirklich so, es gibt noch Traumrollen, ja? Ja. Evita wäre eine Traumrolle, natürlich für mich. Und ja, und dann auch mal eine Kommissarin im Fernsehen wäre ich, glaube ich, eine ganz gute. Mal eine mit kurzen Haaren. Ja. Ist ja nicht mehr so oft, dass man im deutschen Fernsehen noch kurze Haare sieht. Ich habe das gelesen, das soll ein Problem sein. Dass, vielleicht hört das auch bald wieder auf. Ja, warum? Im Augenblick verlängern sie sich alle und im Augenblick haben sie alle ganz viel Wallehaar. Und da denke ich, okay, dann bin ich ja schon wieder ein Typ mit kurzen Haaren. Woran liegt das? Ja, weil das liegt wahrscheinlich daran, dass dieses volle, lange Haar für Männer immer ein ist, oder? Eben, drum. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ist eigentlich, langes Haar kann auch altmodisch sein. Kurzhaarfrisuren sind ja modern. Ich finde, auch ab einem bestimmten Alter finde ich das auch bei Frauen nicht mehr so flott. Was? Wenn man dann sie von hinten sieht mit langen, blonden Haaren und dann dreht sie sich um und dann denkt man, oh. Das ist gut, dass Sie das jetzt gesagt kurz haben. Kurz und flott. Ja.
Wir haben noch mal was zusammengeschnitten, und zwar aus unserer Lieblingsserie In aller Freundschaft. Es gibt ja immer so ein paar Sachen, die unter Verschluss gehalten werden, weil sie die große, breite Öffentlichkeit nicht zu sehen bekommen soll. Aber wir haben ja unsere Kontakte, liebe Zuschauer, die haben wir wieder mal spielen lassen. Und gucken uns jetzt mal ein paar, so nennt man die Outtakes an, also Szenen, die schiefgegangen sind. Ich sag's vornherein, man muss ein bisschen genau hingucken und aufpassen, dass man das überhaupt merkt. Weil die Frau Löwig das so genial überspielt, man glaubt's gar nicht. Du denkst an einen operativen Eingriff? Wenn die Ludo stärker wird, kommen wir nicht drum herum. Aber das ist eine solche... Aber das ist eine so große Operation. Der geht's nicht gut. Die ist ziemlich fertig. Oh Mann. Soll ich mal? Nee, ist gut. Ich muss... die Schwester nach Hause geschickt und Arso geholt. Ich wollte dich bitten, dir noch schnell eine Patientin anzusehen. Sie wurde heute Morgen eingeliefert. Nee. Da fehlt noch ein bisschen was. Du kannst jetzt nicht hier die Elementarverweigerung machen. Mein Kopf macht gerade die Elementarverweigerung. Also, sie haben anscheinend eine Menge Spaß beim Drehen. Ja, bei mir passieren nicht so viele Dinge, weil auch bei der einen Szene, genau da, wo ich Arso und die Schwester verwechselt habe, ja. Weil da hat der Regisseur dann gesagt, übrigens, dann spiel weiter. Ich kann das dann immer noch rausschneiden. Also bemüht man sich, wie man eben gesehen hat, weiterzuspielen und einfach nochmal anzusetzen und dann gibt es den Schnitt. Aber die freuen sich natürlich doch mal, was von mir zu kriegen. Na klar. Und, das bin nicht die Königin der Outtakes, wirklich nicht. Ja, aber wie gut können Sie Text lernen? Weil das ist ja doch manchmal auch schon ein bisschen was. Ja, das sollte man irgendwie inzwischen können, ja. Aber Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Ne? Lola ist Langzeitgedächtnis, Serie ist Kurzzeitgedächtnis. Wenn es am Abend heißt, die Szene von früh müssen wir nochmal machen, fange ich von vorne an. Weil ich schon wieder die Löschtaste gedrückt habe. Ja, das ist wie bei mir damals in der Schule. Ja, ja. Es gibt eine Löschtaste und die kann man auch trainieren. Mhm. Die betätigt sich bei mir immer ganz automatisch von selbst. So, Frau Köhler ist dran. Hallo, Frau Köhler. Ja, hallo. Hallo. Ich grüße Sie beide sehr herzlich. Hallo. Ja, ich möchte Folgendes fragen. Wenn man so lange wie Sie, Frau Löwig, diese Sendung spielt eben und das auch so gut macht, hat man da nicht manchmal auch so das Gefühl, man ist Ärztin, dass man sich so in die Rolle reinversetzen kann? Gute Frage, gerade jetzt mit einer jungen Tochter, wenn die mal was hat, denken Sie, ja, weiß ich doch, wie das hier, kurz eine Narkose gesetzt. Ja, nein, niemals würde ich denken, ich bin Ärztin. Aber ja. Ich bin in der Zwischenzeit zur Hobby-Homöopathin geworden. Aha. Und das, ehrlich gesagt, wenn ich dann angerufen werde, sogar aus der Familie und gefragt werde, was ich empfehle. Ich habe auch immer eine Apotheke dabei, eine Homöopathie-Apotheke. Und ich habe ganz viele Mittel inzwischen, kenne ich schon auswendig, wo ich sofort jemandem sagen kann, nimm das und nimm die Potenz und nimm das dreimal am Tag oder so. Da könnte man sagen, na, vielleicht fühle ich mich da schon so als kleine Heilerin, weil ich da schon sehr viel Erfolge hatte, auch in der Familie. Meine Kleine und ich, wir nehmen das auch permanent und meine Mama auch. Da schon eher, aber die Schulmedizin und vor den Ärzten der Schulmediziner, großer Respekt, aber nie im Leben würde ich behaupten, dass ich sowas kann. Im Gegenteil, ich entferne mich dann immer mehr davon. Frau Köhler, vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, gerade jetzt geht es am Freitag wieder los mit Lola und ohne, also viele Leute kann man ersetzen, aber sie kann man nun mal gerade nicht ersetzen in dem Stück. Das stimmt. Und jetzt geht ja gerade die ganze Zeit schon diese Grippewelle um. Wie schützt man sich dagegen? Weil wenn man jetzt noch kurz vorher krank werden würde, wäre ja eine Katastrophe. Es wäre eine Katastrophe. Ja, ja. Nein, eigentlich fit bleiben und bei uns im Team kränkelt es auch schon. Ja? Also ich habe da schon die Globuli verteilt. Wer ist denn krank geworden? Na, jetzt die Kostümbildnerin heute Morgen kam mit Fieber an. Und das so. Ist ja am schlimmsten, weil die ja mit allen in Kontakt kommt. Die kommt mit allen in Kontakt und die kann sich jetzt auch nicht ins Bett packen, weil wir haben auch nur die eine, die macht bei uns auch alles. Ja? Wir sind eine kleine Sparproduktion, also macht sie auch Kostümbild und macht auch die Ankleiderin. Also da müssen wir aufpassen, uns nicht gegenseitig anstecken. Ich gebe auch im Augenblick, wenn es geht, nicht so sehr viel die Hände. Ja. Sondern gut, sie müssen sich ja zum Glück ja nicht so viel anziehen. Auf. Ja. Aber dann kann ich nur sagen, ich hoffe, dass mir da alles hold bleibt. Ich habe keine Zweitbesetzung. Also wirklich, wenn es mich erwischt, dann brauche ich ganz viel Hilfe von oben. Aber ich denke, das schaffe ich bis Freitag. Ich überlege gerade, wer Sie ersetzen könnte. Mir fällt keiner ein. Es gibt keinen. Frau Löwig, Sie sind einzigartig. Dankeschön. Mir fällt im Augenblick auch niemand ein. Niemand, den ich so schnell rankriege und der das sich mal eben so schnell
aufdrückt. Hoffen wir einfach mal, dass es auch gar nicht nötig sein wird, einen Ersatz zu suchen. Am 1.3. geht's los, also am Freitag, und dann 4 Wochenenden in Folge. In Folge, immer Freitag, Lola, Samstag, Sonntag, ja. In Dresden. 19.30 im Sarasani. Im Sarasani, genau. Ja. Viel Erfolg dafür. Vielen Dank für den Besuch, hat mich sehr gefreut. Danke, dass ich kommen durfte. Gerne. Und liebe Zuschauer, morgen haben